Ja, und damit sage ich wieder Hallo zur Zusammenfassung von unserem Rennwochenende Nummer 3 in der M2 Racing Challenge Liga von der 24/7 Community, veranstaltet von unserem lieben Mackie. Und die heutigen Highlights, die werden sehr kurz ausfallen. Ihr seht schon, nur 6 Fahrzeuge am Start. Wir haben ein paar Ausfälle gehabt durch die Feiertage. Die sind scheinbar beim Wiegen nicht durchgekommen. Die waren zu schwer für dieses Rennen. Nein, Spaß beiseite, keine Ahnung, heute nur ein sehr kleines Feld, weswegen die Rennen auch relativ unspektakulär waren. Ihr werdet es gleich sehen beim Highlight-Zusammenschnitt von Rennen 1. Wir gehen relativ nahtlos, sage ich jetzt mal, vom Rennstart über zum Rennende, denn es war tatsächlich ein Rennen ohne größere Zwischenfälle. Ohne größere Überholvorgänge eigentlich. Start bis Ziel hat sich die Reihenfolge nicht wirklich großartig verändert. Entschuldigung, ich habe mich gerade kurz verschluckt. Im zweiten wird es dann ein bisschen interessanter. Das wird dann gleich in Kürze folgen. Könnt ihr auch noch reinschauen. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, nachdem es in Training und Qualifying ganz gut gelaufen war. Aber leider hatte ich dann schon von Runde 1, Kurve 1 ab, wieder mal das Nachsehen. Aber was will man machen? Die erste Saison ist ja geplant gewesen zum Lernen und das war definitiv der Fall. Von dem her, da leben wir damit. Und ja, mit dem Start geht es dann auch schon wieder los. Wie gesagt, heute nur kurze Highlights, nachdem die Rennen relativ ereignislos waren. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Rennen 2. Bis denn!